Hallo Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute das letzte Video mit A meiner Lieblingsrezepte. Und zwar gibt's heute Arme Ritter pikant. Ein schnelles und einfaches Rezept, wieder gekocht ohne Strom. Hier die Zutaten: 6 Scheiben Vollkorn-Sandwich Toast, Semmelbrösel, Salz und Pfeffer, Butter zum Braten, ein Ei bzw. 2, 100 ml bzw. 200 ml Milch, 4 Scheiben Käse nach Wahl und Parmaschinken. Man kann natürlich auch andere nehmen. Zuerst ein Ei mit 100 ml Milch und Salz und Pfeffer gut vermischen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Jetzt schneide ich erstmal den Käse in Form, damit er nicht drüber raussteht. Jetzt alle Toastbrotscheiben in der Eimischung einweichen. Ein Ei und 100 ml Milch reicht für 3 Scheiben. Ich habe das also auf 2-mal gemacht, weil das nicht alles in meinen Teller passt. Man kann es natürlich auch in der Schüssel machen, dann geht alles auf einmal. Jetzt die nächsten 3. So, alle sind eingeweicht. Den Rest kippe ich einfach drüber. Jetzt geht's ans Belegen und Panieren. Eine Scheibe Käse, dann lege ich das schon mal in die Semmelbrösel. Eine Scheibe Parmaschinken. Obendrauf 2 von den Käseabschnitten. Gibt zusammen eine Scheibe wieder und ganz obendrauf noch eine Scheibe Toast. Und jetzt alles panieren von allen Seiten. Möglichst ein bisschen andrücken, dass das auch hält. Mit den anderen Scheiben machen wir genau das Gleiche. Selbstverständlich mache ich das wieder auf meinem Outdoor-Herd draußen. Ich liebe ihn. Ich brate das hier natürlich in Butter, man kann aber auch Margarine nehmen. Nach ein paar Minuten wenden, aufpassen, dass es nicht anbrennt. Sieht doch schon richtig gut aus, so goldbraun gebraten. Deckel drauf, damit es schön heiß wird und der Käse schmilzt. Bei Bedarf nochmal wenden. Ja, da oben kann noch ein wenig dunkler werden. So sieht es gut aus. Der auch. Und der dritte.
Na, den lassen wir. Den machen wir nochmal von der Seite. Jetzt ist es schon fertig. Ich schneide es in der Mitte durch und dann kann man es schon essen. Es schmeckt wirklich sehr gut. Da ist ja auch Corona, sind ja lauter gute Sachen drin. Käse, Parmaschinken, boah. Was ist das eine braucht ihr? Schaut euch das mal an. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Einen guten. Das war das letzte Rezept mit A aus meinem Ordner. Jetzt kommt schon das B. Im nächsten Video gibt's was ganz Besonderes aus meiner Kindheit. Uromas Brotpudding mit Weinschaumsoße. Ein Traum.